Moin moin Leute, heute der Rewe Feuerwerksprospekt. Verkauf von Komet Feuerwerksartikeln vom 28.12. bis 31.12.2012. Kein Verkauf an Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren. Ja, kennt man ja, ist man ja gewohnt. Und das ist er endlich, der Rewe Feuerwerksprospekt 2012. Drei Seiten. Ja, und auf der ersten Seite haben wir schon mal gleich ein paar Raketen- und Familiensortimente. Und zwar haben wir hier einmal das Raketensortiment Full Speed für 10 Euro. Nur ein paar kleine Raketchen. Dann das Raketensortiment Partykracher, auch für 10 Euro. 6 Raketen. Dann haben wir hier das Raketensortiment Sky Painter. Übrigens steht auch hier immer überall ca. 90 Meter Steighöhe. Also wenn das wirklich wahr ist, wenn die Teile wirklich 90 Meter hoch fliegen, dann ist das schon echt beachtlich. Denn ich persönlich kenne nicht viele Raketen aus dem aktuellen Feuerwerk, die bis zu 90 Meter hoch fliegen. Für 10 Euro. Sky Painter. Dann ein Raketensortiment, was ich eigentlich noch gar nicht kannte, beziehungsweise diese Raketen hier, kommen mir gar nicht bekannt vor. Sieht so aus, als wären das Raketen aus Plastik in den Farben Rot und Orange, Tornado. 5 Raketen für 15 Euro. Dann ein Familiensortiment für 20 Euro. The Master. Was können wir hier drin sehen? Die Chuku-Chuku-Fontäne, die Silber-Glitter-Fontäne. Was ist das hier? Magische Höllenlichter. Scheint wohl römische Lichter zu sein. Dann 1000 Silbertaler, Strahlensonne. Ja, und noch ein paar Raketchen. Dann ein weiteres Raketensortiment für 20 Euro. Horoskop Rockets. Und hier oben und hier unten noch zwei kleine Familiensortimente. Einmal für 5,55 Euro das Familiensortiment Spacewalk. Ja, ein paar Böller, ein paar Reibkopfknaller, ein bisschen Kinderfeuerwerk, ein paar kleine Raketen. Und hier unten Fire Fun für 10 Euro. Auch ein paar Böller. Hier wieder magische Höllenlichter. Ein paar Pyro-Cracker, ein paar Knallfrösche und ein paar Fontänen. Dann kommen wir zum Batteriefeuerwerk. Da haben wir einmal Galactica. Ja, 120 Schuss. Scheint mir mehr so eine Pfeifer-Batterie zu sein. Für 5,55 Euro. Dann haben wir hier Blue Night Fire. 21 Schuss. Dreiersalven für 10 Euro. Und die Batterie Sky Climber für 7 Euro. 100 Schuss. Ich denke mal so Leucht- und Crackling-Effekte. Also Leuchtkugeln und Crackling. Kometen. Dann haben wir hier zwei Verbundfeuerwerke. Einmal für 25 Euro Big Celebration Box und für 40 Euro Endless Power. Ich persönlich bin ja nicht so der Fan von Verbundfeuerwerken. Dann kaufe ich mir lieber ein paar kleinere Batterien und verbinde sie mir dann selber. Aber wer meinte, er sollte sie sich holen? Ja. Ist eigentlich ein ganz schön teurer Preis, finde ich. Dann haben wir hier noch die Machine Gun. Über 250 Gramm, 250 Schüsse. Und wenn man mal überlegt, 250 Gramm, 250 Schuss, also so circa 1 Gramm pro Schuss, ja, ist nicht wirklich das Wahre. 15 Euro. Dann Fight Machine. Über 450 Gramm, 45 Schuss
für 30 Euro. Dann haben wir hier noch so ein kleines Batterieset für 10 Euro. Powerset. Ein kleines Burner-Pack für 6 Euro. Powerbank. Was sehen wir? China Böller D, Super Böller 2, Pyro-Cracker, China Böller A und China Böller B. Dann altbekannt China Böller D-Schinken für 7 Euro. 80 Stück. Und hier noch ein etwas größeres Leuchtsortiment. Dream Lights für 9 Euro. Magic Fontaine kann man erkennen. Komet-Vulkan, Skyflower. Was ist das hier? Happy Nightlife. Auch zweimal vorhanden. Und halt eine Menge andere Fontänen. Und hier unten noch ein bisschen ja, Kleinkram. Ein paar Wunderkerzen für 3 Euro. Ein kleines Klasse 1 Jugendfeuerwerksortiment Kids Power für 5,49 Euro. Und ein bisschen Bleigießen für 3 Euro. Ja. Was soll man sagen? Feuerwerksauswahl, okay, eigentlich ganz gut. Nette Sachen dabei von Komet. Preislich jedoch verdammt teuer. Jedenfalls ich finde, die Teile sind verdammt teuer. Auch hier der Schinken für 7 Euro finde ich irgendwie ein bisschen happig. Ich glaube, da gibt's, den gibt es bei Rossmann auch billiger. Und ich glaube, bei Tom oder Tom. Ist er, glaube ich, so auch noch ein bisschen billiger. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ja, wer meinte, er müsste zu Rewe fahren, sollte dies tun. Ich werde es dieses Jahr nicht machen. Bei mir bleiben die Favoriten wieder Heidi, Lidl, ja, Norma und die weiteren ganzen Discounter.